Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Spieltag des PBO, des Pokémon Battle Olymps. Spieltag 9 gegen Pock Galaxy und sein Team Knuddelgilde. Und du weißt nicht, wie cool ich das finde, weil, ihr wisst ja, die meisten wissen es ja, Plaudergei ist ja mein Lieblings-Pokémon. Und wo hat Plaudergei wohl seinen größten Auftritt in Gesamt-Pokémon? Richtig, im Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Zeit und Himmel. Genau, oder Zeit und Dunkelheit? Dunkelheit, nicht Himmel, Zeit und Dunkelheit, glaube ich. Ja, genau, und zwar in der Knuddelluftgilde. Ja, genau, und deshalb finde ich den Namen richtig cool. Ich habe mich auch dann gefreut, gegen ihn zu spielen. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Ja, was ist mir aufgefallen? Ich sagte mir, ein Teambuilding, okay. Er könnte potenziell Eis spielen, also Hagelsturm, weil er hat Celatrino und Alola Sandama. Ich habe das jetzt aber nicht als so gut gegen mich gerankt, weil ich, gute Frage, weil ich Gastrodon habe. Und Gastrodon tankt halt das Ding komplett weg. Ich glaube, auch ein eisiger Crash macht jetzt nicht den Maß und Damage. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Kann auch sein, dass ich mich täusche. Aber ja, so. Deshalb fand ich es auch überraschend, dass er Celatrino dabei hatte. Wie wir aber sehen, gegen das Team, was ich dabei habe, mehr als gut. Viel zu gut, bin ich ehrlich. Viel zu gut. Weil das One-Hitted Latias, Golurk, Galvantula und Moongus. Gastrodon ist ein Two-Hit und Klefki nach Hagel mit Specs nicht, aber auch, ja. Ja gut, auf jeden Fall, was habe ich dabei? Ich habe dabei ein Amoongus. Diesmal wieder mit Spore. Ich weiß nicht, wie Attacke auf Deutsch heißt. Spore halt. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ja. Diesmal sogar ohne Electric Terrain. Ja, diesmal habe ich dran gedacht. Dann habe ich noch dabei Clearsmog, weil Setup Mimikma ist nicht so mein Favorite-Mon. Sludge Bomb halt, um Schaden auszudrücken. Und eine Hidden Power Frighting gegen das Mosquito auf jeden Fall. Ja, genau. So, dann haben wir Voltula dabei und das hat Rocky Helmet diesmal. Das wird wegen Mimikma. Ich wollte Schaden auf Mimikma haben. Dann haben wir Galvantula dabei. Das Klebenetz hat und dieser Kampf ist nicht so lange her wie der gegen Schubi, deshalb weiß ich das jetzt noch. Galvantula hat Volt Switch, Hidden Power Ice, Bug Buzz und Klebenetz. Solange er sein Espeon nicht dabei hat, was er nicht hat, ist Klebenetz halt eine safe Geschichte und deshalb möchte ich das auch rausbringen. Er hat Donphan dabei, aber ich habe Golurk dabei und Golurk ist halt nur für Donphan dabei, weil ich hatte Platz im Team. Und wenn ich einen Spinner blocken kann mit meinem Golurk, dann nehme ich das auf jeden Fall. Dann habe ich dabei Gastrodon. Physisch defensiv, glaube ich. Ja, physisch defensiv wegen dem Mosquito. Scald, Earth, Power, Recover halt und Toxic, glaube ich. Toxic, dass das letzte das war. Und ne, auch Clearsmog, genau, falls Bulk Up Dingenskirchen. Oder Mimikma, weil ich kriege Mimikma auch mit Dingens tot. Also mit einem Clearsmog runter, von daher ist okay. Dann haben wir ein Golurk dabei, was ausgestattet ist mit. Ich weiß es nicht. Du hast EQ, Heavy Slam und Ice Punch. Genau. Und als letzte Attacke, glaube ich. Und Finsterfaust, genau. Diffy Move. Psst, hast du. Um alles halt zu treffen, bis auf das Dingenskirchen da. An sich hätte ich auch Fliegen spielen können, aber ich wollte es dann doch nicht tun. Klefki, Stachler, Flash, Cannon, Erholung, Schlafrede. Warum? Ganz einfach, er hat nicht so wirklich was, um ein Klefki direkt zu töten. Außer sein Knackrack, aber gegen Knackrack kann ich Gastrodon gehen oder Amoongus, wenn das nicht Bandit ist. Und wenn es Bandit ist, dann kann ich in Latias gehen und ihr wisst, die Prozedur. Und zudem sind Stachler unglaublich geil gegen sein Team, von daher hat gepasst. Und er hat auch nicht so einen wirklichen Switch-In für Klavion,
mit Flash Cannon. Also Flash Cannon macht echt gut Schaden gegen sein Team. Und dann haben wir zum Schluss noch Latias dabei, was ein Psychium Z hat, Psychokinese, Ruheort, Call Mind und Ice Beam. Ich wollte erst nicht Call Mind spielen, ich wollte Healing Wish spielen, bin ich ehrlich. Kurz zum Kampf habe ich dann wie immer angefangen zu gennen, aber ich habe das mit dem Healing Wish jetzt auf die Schnelle nicht hinbekommen. Deshalb habe ich auf einfach, okay, Call Mind, du kriegst vielleicht ein, zwei raus. Naja, dann würde ich sagen, wir springen direkt mal in den Kampf. So, es beginnt wie eine Melodie im Wind. Wer es kennt, kann ja sagen, wer es kennt. Ja, ich liege hier mit meinem Amoongus. Ein Mondguss, ich weiß, ich bin kreativ. Und er liegt hier mit seinem Gelatino. Oder Troppo? Ist das Troppo? Ne, ist Twino, ne? Weil es zwei sind. Cool. Jetzt kommt hier der Heilalarm. Und ich dachte mir, oh, verdammt, das Matchup wollte ich nicht. Das wollte ich gar nicht. Und ich kann hier auch nicht drin bleiben. Und wie gesagt, ich habe auch nur einen Wechsel. Und das ist mein Klefki. Ignoriert die Spitznamen, die sind mir auf die Schnelle eingefallen. Ich habe hier Luftballon gespielt, genau wegen Knackrack. Damit Knackrack mich nicht so touchen kann. Hab den jetzt aber hier geopfert, weil ich den jetzt nicht als so wichtig empfand. Ja, hier kommt der Blizzard und der Schaden sagt uns Modest Specs. Das sagt uns dieser Schaden. Ja, hier kommt Donphan, habe ich irgendwie auch schon mit gerechnet. Ich kann hier aber mal meinen Stachler rauslegen, weil ich hatte mich nicht zu verlieren. Und dass er drin bleibt, habe ich jetzt nicht unbedingt gedacht, bin ich ehrlich. Ich dachte schon, dass er rausgeht, weil er wollte keine Flashcannon fressen. Von Klefki, es macht ziemlich viel Damage, wenn nicht Assault Vested ist. Ich gehe jetzt hier in mein Golurk, um den Turbodreher abzufangen, der kommt. Und er kommt auch. Und ich werde hier vom Hagelkörner angetroffen. Und ja, das Problem ist, ich möchte wissen, was sein Switch-In ist gegen mein Golurk. Deshalb double ich hier einfach mal auf Latias raus, um zu gucken, was er macht. Und wir sehen, er wechselt sogar wirklich raus in seinen Bodybug, in sein Mosquito. Genau, so. Kriegt natürlich ein bisschen Damage und ich dachte mir, okay, ich wollte hier, erstmal einfach, komm, einfach Z-Psychokinese und drauf. Die Sache ist, die Z-Psychokinese ist für mich aber zu wichtig, viel zu wichtig. Deshalb gehe ich hier raus. Und als sie hier drin geblieben ist, dachte ich, okay, nicht schlecht. Hat gerochen, dass das ziemlich obvious ist, dass ich rausgehe, wahrscheinlich wegen Gardevoir. Das ist aber okay. Hier wird er definitiv wieder an Donphan gehen, weil er den Wall Switch, den Donner, den irgendwas abfangen will. Aber ich lege hier mein Klebenetz raus, weil, ja, Klebenetz ist wahrscheinlich das spielrettendste Element für mich hier in dem Game. Und die Sache ist, ich habe halt nichts zu verlieren, wenn ich in mein Golurk rausgehe. Klar könnt ihr das predikten, ist aber nicht so schlimm. Und wir sehen, er predicted es auch mit dem Abschlag. Und ja, der macht ganz guten Damage. Mein Muskelband ist jetzt weg, ist jetzt nicht so schlimm. Ich entscheide mich hier auf Heavy Slam zu gehen oder Ice Punch. Ne, ich bin auf Finsterfaust gegangen, genau. Ja, Finsterfaust gegangen. Hier kommt dann Mimikyu rein, das kriegt Klebenetz und hat wahrscheinlich gedacht, dass ich wieder rausdouble in mein Latias. Ich bin diesmal aber drin geblieben und drücke Finsterfaust, weil ich Damage wollte und ja, deshalb bin ich drin geblieben. Und ich kriege dann mit dem Kostümspuk vom Mimikmark raus. War ein guter Play an sich, ja wirklich. Wenn ich auf Latias rausgegangen wäre, wäre es ein echt guter Play gewesen. Ich wollte mein Ding jetzt noch behalten wegen Donphan. Und ja, gehe jetzt hier in Amoongus und Amoongus, ja, Boyenhelm plus Life Orb, kriegt das mit Mikma ein bisschen Schaden. Und die Sache ist, okay, ich bin jetzt hier einfach auf Spore gegangen, also heißt die Attacke im Deutschen Pilzspore, genau, um das Ding hier einzuschläfern. Da dachte ich mir, nice, das Ding pennt, das ist gut. Jetzt habe ich hier Instant Hidden Power Flying gedrückt und er wechselt hier raus. Das war gut an seiner Stelle auf jeden Fall, weil ich glaube, es wäre nicht gedroppt, aber es wäre ziemlich low gegangen auf jeden Fall. Und deshalb, ja, ich habe mich vielleicht etwas overpredicted, bin ich ehrlich, aber die Sache ist, ich hatte im Endeffekt damit auch nichts zu verlieren, weil ich kann jetzt wieder in mein Dingens gehen. Klar, er könnte es wieder predikten, aber die Sache ist, Stachler plus Klebenetz sind einfach viel zu hart gegen sein Team. Hier geht er auf Eissplitter, was ich nicht so richtig verstanden habe, weil das knockt mich halt nicht aus. So,
Yeah, auf Ice Punch. Das knockt das Ding auch nicht aus. Ist aber nicht so schlimm. Er geht jetzt hier in sein Erdbeereis, in sein Gelatropo. Twino. Gelatwino. Und ich bin hier nochmal auf Ice Punch gegangen, glaube ich. Oder Finsterfaust? Bin ich, glaube ich, auf Ice Punch gegangen. Warum auch immer ich nicht auf Heavy Slam gegangen bin. Warum auch immer. Stimmt. Warum bin ich nicht auf Heavy Slam gegangen? Ich glaube, ich hatte keinen Bock auf das Mosquito. Naja, auf jeden Fall, ich bin diesmal drin geblieben, weil, ja. Ich weiß, er wollte es vielleicht nochmal als Sack behalten, das ist okay. Er schiebt jetzt hier seinen Bodybug rein. Und ich bin, glaube ich, auf Heavy Slam. Diesmal bin ich auf Heavy Slam gegangen. Ich bin auf Heavy Slam gegangen, weil er wollte, glaube ich, scouten, was ich so habe. Oder wollte mich am Hagel sterben lassen. Die Sache ist, ich überlebe halt noch safe einen Hagel. Und daher kann ich hier mein Go-Look in dieser Runde, die kommt, nochmal easy zurücknehmen. Und es als Sack behalten, weil ein Sack, den wollte ich mal behalten. Und ein Sack zu haben ist nicht schlecht. Ich gehe in Latias. Manche nennen es riskant. Ich nenne es nicht riskant, weil er hat noch nicht eine Runde geschlafen. Also wirklich, wo Standort er schläft. Von daher habe ich einen Sleep Turn fest gehabt. Habe mich jetzt dafür entschieden, hier einfach auf Psychokinese zu drücken. Und zu gucken, was er jetzt da eigentlich reinbringen will. Und es ist Gardevoir. Ja. Habe ich mir das schon fast gedacht. Man wollte zum Mosquito nicht draufgehen lassen. Ist okay. Er kriegt hier die Schwebe. Meldet jetzt nicht so hart. Und ja, ich kriege hier die Psychokinese raus. Und wir sehen, das ist speziell defensiv. Das ist sowas von speziell defensiv, dieses Gardevoir. Habe ich mir fast schon gedacht. Ein bisschen. Ich habe keiner seine Kämpfe vorher gesehen. Bis vor kurzem, da habe ich mal kurz reingeguckt und habe ich gesehen, dass er ziemlich gerne Gardevoir spielt mit Dingenskirchen. Von daher hätte man das jetzt auch an der Stelle wissen können. Ich wusste es nicht, nicht so schlimm. Ja, ich gehe auf jeden Fall mein Klefki, weil die Gardevoir kann mir genau Zero. Also wirklich gar nichts. Die Sache ist, ich kann diese Lage nutzen, um eine zweite Lage Stachler zu legen. Wäre ich hier einfach auf Flash Cannon gegangen, wäre dieses Mosquito tot gewesen. Die Sache ist, ich wollte aber eine Lage Stachler. Ich weiß gar nicht, warum bin ich hier nicht auf Dingenskirchen gegangen. Genau, weil ich weiß jetzt, wie viel Schaden die Flash Cannon macht im Nachhinein. Da dachte ich, dass das halt nicht mein Play wäre. Nachhinein, ja. Auf jeden Fall gehe ich hier an meine Moongus, weil dieses Ding kann mir nichts. Und er geht hier auf Ruheort. Und das ist auch sein einziger Move, den wir bis jetzt gesehen haben. Und dann dachte ich mir, oh nein, Seth, bitte kein Bulk Upset, kein Bulk Upset, bitte. Er gilt hier in Dompfern, um es zu säcken. Ist ein besser Play gewesen, macht er hier auch an der Stelle gut. Ich bin auf Pitchball gegangen. Im Nachhinein wäre es, glaube ich, besser gewesen, auf meinen Latias zu gehen, um zu gucken, wie er dann agieren würde. Aber ist okay. Er geht hier in Gardevoir, war es ein besser Play, glaube ich sogar, weil er hat noch Mimikma. Er hat noch Garchomp, stimmt. Und ja, Garchomp boxt mich nicht um. Die Sache ist, ja, ich überlebe jegliche Attacke von Gardevoir, von daher bin ich drin geblieben. Ich überlebe es hier, kein Problem. Und gehe hier auf die Pitchwoche, um dieses Ding schlafen zu legen. Weil, ja, ich habe halt kein Problem damit, es schlafen zu legen. Ich kann rauswechseln, es hat noch kein Sleep Turn verbrannt und ich kann halt sowas von leicht wieder in mein Klefki gehen. Er geht hier in Knackrack und ich dachte mir schon nicht, dass er Knackrack geht, aber ich wollte Voltula reinbringen, weil Voltula hätte einfach Bugbuzz drücken können und daraufhin dann Voltula. So, es kommt hier das Dingenskirchen rein und ja, gut, dass ich mein Voltula dabei habe. Ich habe hier Anspannung drauf, weil ja, anderes hätten halt nichts gebracht. Und deshalb, falls ihr eine Yatcheberry hätte, könntet ihr jetzt nicht mehr procken und somit kriege ich den zweiten Kill. Voltula snackt sich den ab. Und jetzt sieht er auch unser Item, hat er vorher nicht revealed. Jetzt geht er hier in sein Erdbeereis, in sein Dingenskirchen, in sein Twino. So, was kommt hier der Hagelarm. Die Sache ist, ja, ich muss ja drin bleiben. Und deshalb habe ich jetzt hier einfach auf Käfer gebrummen gedrückt. Und ja, wir sehen, ich miss den Kill. Ich kenne den Kalk nicht, wirklich nicht. Von daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das so nicht gereicht hätte.
dann wäre das so oder so hier mein bester Play gewesen. Ich hätte auch Wall Switch drücken können, aber ich habe halt kein Switchen. Ich kann jetzt hier in Golurk gehen und kann mir noch einen Kill claimen und habe durch den Hagel dann noch die Advantage, dass ich rauswechseln kann und von dort aus weiter agieren kann. Deshalb stirbt jetzt auch mein Golurk und ich habe mich dafür entschieden, in mein Gastrodon zu gehen. Und weil er, glaube ich, dachte, dass ich in mein Dingens gehe, in mein Latias, wegen Buddy Bug oder Mosquito, bin jetzt hier aber in mein Gastrodon gegangen. Gastrodon, genau, das Gastrodon. Schöner Zungenbrecher, Gastrodon, das Gastrodon. Ja, ich bin jetzt hier einfach aufs Board gegangen, weil ich habe nichts zu riskieren. Ich spiele hier keinen Sturmsoak drauf, weil er hat literally keinen Wassermon. Er hat nicht einen Wassermon in seinem ganzen Team. Von daher kriege ich ja auch das Siegelwasser. Also ich habe hier einen Wärterhalter drauf, wegen Rindobäre, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, kriege ich hier ein bisschen Schaden durch Hagel. Ich weiß, ich habe gerade KP. Habe ich wieder versäumt. Tut mir leid. Aber er hat auch keinen Mon, was irgendwie danach schreit. Ich habe die Überreste. Dass danach schreit, hö, ich mache dir mit Nature's Madness oder irgendeiner anderen Attacke 50%. Von daher ist es okay. Dadurch, dass ich weiß, dass das Gardevoir mir nichts kann, gehe ich in mein Klefki und drücke an der Stelle jetzt einfach Flashcan. Weil, ja, das Gardevoir macht mir nichts. Ich kriege mit Flashcan guten Schaden raus, definitiv. Und er ruft hier auch sein Gardevoir zurück. Und wir sehen, er geht jetzt hier in sein Buddybug, in sein Mosquito. Und ja, da kriege ich ein bisschen Damage und ist ein Klebenetz gefangen. So, und jetzt kommt hier die Flashcan und... Was passiert? Sie crittet. Und trotzdem, ich möchte eins merken. Das war zwar ein Crit, aber das war trotzdem verdammt viel Schaden. Und dadurch kann ich das Ding jetzt hier rausnehmen. Dieser Crit hat das Match an dem Punkt hier entschieden. Wirklich, das hat das Match an dem Punkt hier entschieden, weil er an Klefki nicht mehr vorbeikommt. War ein bisschen unglücklich. Die Sache ist, wir hatten ab dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nur noch 18 Minuten oder so zum Kämpfen. Von daher wäre das Ding am Leben geblieben, sage ich mal, ja. Das ist auch nicht das Problem gewesen. Hier überlebe ich das. Wusste ich, dass ich das überlebe. Ich wusste, dass ich es überlebe. Ja. Naja. Wäre ich wieder in Gastrodon rausgegangen und er in sein Gardevoir. Und wir hätten wahrscheinlich auf das Unentschieden rausgespielt, weil wir im Kreis gespielt hätten. Aber durch den Crit wurde das erspart. Und ja, wir gewinnen jetzt hier durch. Auf jeden Fall, weil das Gardevoir kann mir nichts. Weil ich auf jeden Fall noch Rest, Sleep Talk habe. Naja, ich habe überlegt, ob ich jetzt an der Stelle Rest und Sleep Talk drücke. Habe ich nicht getan. Weil, ja, wäre ein bisschen Match hinauszögern und wäre unnötig geworden. Von daher Instant Flash kennen. Ich habe jetzt hier auch mein Klefki gesackt, weil ich habe noch was in der Hinterhand, was Gardevoir outspeedet. Namens Latias, was ist danach Unbox, von da ist das okay. Er schläft die Tiefen fest und ja, ich gehe auf die Lichtkanone und kann dieses Gardevoir zum rausnehmen. Er ist auch auf Wunschtraum gegangen, weil sonst wäre er nicht schneller gewesen, weil er hat ja von uns die Fähigkeit kopiert. Aber ja, so gewinnen wir diesen Kampf gegen Puck Galaxy 4-0. Klefki kriegt 4 Kills. Ja, ich weiß, Klefki kriegt 4 Kills, aber gut. Passiert. GG an dich auf jeden Fall. Crit war unschön auf jeden Fall, aber wir hätten sonst noch im Kreis gespielt. Das wäre aufs Unentschieden hinausgelaufen. Und ja, je nachdem wie Kai gespielt hat, gegen Patrick, spielen wir wieder gegen ihn direkt in den Playoffs. Also ja, ein bisschen unglücklich gelöst, aber passiert war. Das heißt, wir spielen dann, ja, diese Woche kommt der letzte Spieltag. Und die Woche drauf ist halt wieder instant, ja. Das heißt, wir spielen jetzt zweimal hintereinander gegen ihn und mal gucken, wie es wird. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bei den Playoffs. Tschüdelü.